ist völlig unglaubwürdig. Eine solche CDU braucht niemand. Ich stehe auf der freien Seite der Mauer. In einer freiheitlichen Demokratie muss jeder Demokrat bereit sein, mit allen zu reden. Liebe Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin 1978 in die Junge Union eingetreten, war dort aktiv gewesen, danach in die CDU. Ich glaube, es geht vielen so, die viele Jahre Mitglied in der CDU und in der CSU sind, dass es schwerfällt, zu trennen und Nein zu sagen und loszulassen. Es fing damit an, wie Hans Pistner vorhin darstellte, dass die Bundesregierungen unter Angela Merkel wesentliche Werte der christlich-demokratischen Union und der christlich-sozialen Union verraten hatten. Es war die Migrationspolitik, die viele Leute wachgemacht hatte, wo Angela Merkel, ihre Mitarbeiterin Beate Baumann und die vielen politischen Unterstützer und Opportunisten in ihrem Umfeld die Türen aufmachten, dass zeitweise täglich Zehntausende von Migranten nach Deutschland kommen konnten. Eine Angela Merkel, die sich bis zur letzten Minute im Bundeskanzleramt weigerte, die Türen zuzumachen und dafür zu sorgen, dass an den deutschen Grenzen auch wieder zurückgewiesen wird. Es war die CDU unter Angela Merkel, die Deutschland in diese katastrophale Situation hineingebracht hat, in der wir sie jetzt sehen, in die Energiewende, die Zerstörung unseres Mittelstandes, die Zerstörung unserer Bildungseinrichtungen, die Zerstörung von all dem eigentlich, was uns stark gemacht hat, von Familie und sozialem Zusammenhalt. Aus der sozialen Marktwirtschaft ist eine ökosozialistische Kommandowirtschaft geworden, die von dem CDU-Mitglied von der Leyen in Brüssel maßgeblich mit beeinflusst wird. Die Beschädigung des Rechtsstaates und der Demokratie, die Ausgrenzung von politisch Andersdenkenden, die Verfolgung von innerparteilichen Gegnern ist aus meiner Sicht eine ebenso schwere Beschädigung der Werte der CDU und der CSU. Zu erwähnen ist auch die Bewältigung der sogenannten Corona-Pandemie unter Bundeskanzlerin Merkel, die bei vielen Menschen, in vielen Familien, bei vielen Kindern unsägliches Leid hervorgerufen hat und wo bis heute geschwiegen wird und wo bis heute auch die CDU und die CSU sich einer Aufarbeitung dieser Menschenrechtsverletzungen in den Weg stellen. Die CDU unter Angela Merkel aus meiner Sicht ist verantwortlich für die schlimmsten Regierungen, die wir im Grunde genommen in unserer Geschichte hatten, die die katastrophale Lage hier herbeigeführt haben. Wir hatten die Erwartung, dass es mit Friedrich Merz einen Bruch gibt. Ein Bruch mit der Regierung von Merkel und der sogenannten Herrschaft des Unrechts. Einen klaren Schlussstrich und eine Aufarbeitung. Eine Trennung von Frau Angela Merkel und ihren Leuten. Ein Rauswurf aus der CDU. Eine Aufarbeitung und vor allem eine Neuausrichtung dieser Partei. Wir als Werteunion haben uns 7 Jahre seit unserem Bestehen dafür eingesetzt, dass die CDU, die von Merkel und ihren Gefolgsleuten in Richtung Sozialismus gesteuert wurde, wieder in die demokratische Mitte zurückkehrt. Wir sind diffamiert worden, wir sind ausgegrenzt worden. Wir sind als Krebsgeschwür bezeichnet worden. Man hat sich geweigert, mit uns Gespräche zu führen. Man hat mich mit einem Parteiausschlussverfahren überzogen
und weitere Freunde und Kollegen aus der Werteunion ebenso. Wir hatten Friedrich Merz unterstützt. Wir hatten ihn nicht deshalb unterstützt, weil wir so begeistert sind von der Person Friedrich Merz oder weil wir unbedingt einen Rechtsanwalt von BlackRock als Parteivorsitzenden haben wollten. Nein, wir haben ihm getraut und wir dachten, mit ihm käme die Politikwende in Deutschland. Eine Politikwende in der CDU, eine programmatische Politikwende, aber auch eine personelle Politikwende. Er hat nichts gemacht. Im Gegenteil, er hat den Kurs fortgesetzt von Angela Merkel, von Kramp-Karrenbauer und von Laschet. Er betreibt aus meiner Wahrnehmung keine Opposition zu den Neosozialisten in der Bundesregierung, keine Opposition zum Bürgergeld, keine Opposition zu dieser irren Klimapolitik, sondern er ist die Opposition im Sozialismus, der Ja sagt, aber nicht Nein sagt. Und was wir brauchen, ist eine Opposition gegen diesen Sozialismus, gegen den Entzug von Freiheiten, eine Opposition, die Nein sagt, die Nein sagt und die Nein sagt. Liebe Freunde, ich bin gegen Brandmauern. Brandmauern sind Erfindungen von Menschen, die mit einer freiheitlichen Demokratie nichts am Hut haben. In einer freiheitlichen Demokratie muss jeder Demokrat bereit sein, mit allen zu reden. Egal, woher er kommt, was er ist, aus welchem Milieu er stammt, was für einen Hintergrund er hat und welche Meinung er hat. Wenn man das nicht tut, verrät man die Demokratie. Friedrich Merz ist der Bauer der Brandmauer. Man könnte auch sagen, des antifaschistischen Schutzwalls gegen die Meinungsfreiheit. Ich stehe auf der freien Seite der Mauer. Eine CDU unter Friedrich Merz, die jetzt ein Grundsatzprogramm vorgelegt hat, das in Teilen wie konservativ wirken soll, ist völlig unglaubwürdig, wenn die CDU unter Friedrich Merz nur mit der SPD, den Grünen und den Tiefroten vielleicht noch koalieren will. Was dabei rauskommt, sieht man in der Stadt Berlin, wo ein Kai Wegner bei der Landtagswahl rechts geblinkt hatte mit seinem Wahlprogramm, aber dann eine linke Koalition gemacht hat mit einer linken Politik, mit linken Queerbeauftragten, mit einer linken Infrastruktur, und letztendlich das fortgesetzt hat, was Rot-Rot-Grün schon vorher gemacht hatte.